Präzedenz. Operatoren haben bestimmte Präzedenzen. Und hier ist mal eine Liste angeführt der Java-Operatoren nach absteigender Präzedenz. Die Postfix-Operatoren haben eine sehr hohe Präzedenz. Dann kommen unäre Operatoren. Dann kommen Operatoren wie new, den wir noch nicht kennen. Das kommt im objektorientierten Bereich. Dann hinzu und den Typecast. Wichtig sind beispielsweise, dass Multiplikationsoperatoren eine höhere Präzedenz haben wie Additionsoperatoren. Wie in der Schule, Punkt vor Strichrechnung. Dann kommen Gleichheitsoperatoren, logisches und, logisches oder. Auch hier, die Konjunktion bindet stärker als die Disjunktion. Dann der Bedingungsoperator und Zuweisungsoperatoren. Das müssen Sie sich merken. Zur Not kann man jedoch mit Hilfe von Klammernsetzungen selbst bestimmen, natürlich, was zunächst ausgewertet werden soll, wenn es zu Problemen kommen könnte.